Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Und da hinten ist ein Jumper unterwegs. Hallo. Wir sind hier auf dem Skatepark und holen uns jetzt mal das Wissen hier. Und hier im Skatepark sind immer sehr coole Mucke, läuft hier immer. So, er hat hier noch so ein Quest Flugsicherung, das nehmen wir mal. Kleine Pause von der Weltrettung, was? Sie schlagen da draußen bestimmt der Dunkelheit ins Gesicht und treten dem Bösen in die Eier. Oder haben Sie vielleicht die MIBs überprüft? Ich meine, Tote verfolgt von Lebenden in schwarzen Anzügen und schwarzen Vans? Denken Sie nach. Zumindest habe ich das gemacht. Also, nachgedacht. Hab eine Webcam auf mein ferngesteuertes Flugzeug gebaut. Kein Problem, war ganz einfach. Hab ich letztes Jahr schon gemacht wegen der, Forschung. Nicht, um meinen Mathelehrer Mr. Rosen zu filmen, wie er in Unterhosen Blumen gießt und es auf YouTube zu stellen. Das war ich nicht. Das Ding zu fliegen ist, wie die Flugsicherung bei Silent Hill. Ich muss mich dabei ziemlich auf die Macht verlassen. Und jedes Mal am Rand von dem MIB-Lager, wham, Signalausfall und Absturz. Die müssen so eine Art Störsender haben. Vielleicht sogar EMP. Ich würde das zu gern in die Finger kriegen. Aber ich hab's natürlich absolut drauf und hol die Maschine jedes Mal wieder raus. Ich muss sie ständig aus den Bäumen holen und abgebrochene Teile neu ankleben. Ich möchte zu gern wissen, was auf dem Gelände abgeht. Wie Mr. Rosen immer sagte, versuch's einfach nochmal, Dufresne. Natürlich ist er jetzt ein Zombie. Hat sich kaum verändert. Immer noch Mr. Rosen. Und seine Unterhosen sind immer noch viel zu eng. Too much information. So. Das ferngesteuerte Flugzeug zum Orochi-Lager fliegen. Okay. Ich will auch so ein ferngesteuertes Flugzeug. Die sind cool. Oh. Ja, wie hat er ja schon angekündigt. Draußen ist immer noch stürmisch. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Ich muss mal ein bisschen Luft hier reinlassen in meine Butze. Sonst ersticke ich hier noch. So. Vorsicht, die liegen ja überall Fallen rum. Gucken wir doch mal, wo müssen wir denn da überhaupt hin? Nur mal auf die Karte gucken. Ah, wir müssen hier zum Schrottplatz. Da sind auch noch Quests. Trifft sich vielleicht ganz gut, dass wir den auch mal zu Gesicht kriegen, den Schrottplatz. Da ist er auch schon. Aber die Quests vom Schrottplatz lassen wir erstmal links liegen jetzt. Weil wir haben ja eine Mission. Wir müssen das Flugzeug finden. Aber wir kommen hier sicher wieder dahin zurück. Ganz sicher eigentlich. Oh. Die haben mehr Lebenspunkte als ich. Okay, da schleiche ich mich mal lieber drum herum. Das Ding ist am Schlafen oder so. Boah, sind hier viele. What the fuck? Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib. Nein, 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 nein. Nee, 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 ich will mich nicht mit dem anlegen. Bilder analysieren, die das Flugzeug gemacht hat. Ah, scheiße, ich habe es nicht aufgehoben. Das heißt, ich werde mich mit dem anlegen müssen. Puh.
der muss jetzt hier natürlich jetzt weg. Gucken wir mal, können wir uns an dem vorbeischleichen. Oh nee, Leute. Ich probiere jetzt mal den einen hier. Ob die überhaupt machbar sind, die Viecher. Zu weit weg, zu weit weg, zu weit weg, zu weit weg. Ja, komm, schieß. Granate. Geh zurück. Ich bin jetzt beeinträchtigt. Granate. Störfeld. Okay, die sind machbar. Allerdings nur mit Granate. Dinger sind machbar, allerdings nur mit genügend Rückzugmöglichkeiten für mich. Und die haben. Laufen Zombies an mir vorbei, okay. Jetzt haben wir einen mindestens schon mal weg. Können wir den noch weglocken? Ah, Ziel außer Reichweite. Zurück. Okay, wir können also nicht ewig zurücklaufen. Komm hier, schießen wir mal auf ihn. Wir müssen ein bisschen so einen Kreis. Komm schon. Granate. Boah, jetzt hat uns voll erwischt. Für die Ausdrucksweise. Aber die Dinger sind nicht mein Freund. So, jetzt werden wir den einen hier töten müssen. Hoffentlich spawnen die jetzt nicht möglichst schnell weg. Komm her. Granate. Granate. Haben mich doch fast. Heilungsschuss. Granate. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Ja. Und jetzt schnell zu dem Flugzeug. Na. Interessiert er sich für mich, wenn ich jetzt hier was mitnehmen will? Ne, gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier lang. Ich habe jetzt gerade den südlichen EMP-Generator deaktivieren. Ich hatte jetzt gerade keine Zeit, das zu gucken.
gucke ich jetzt gleich, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Was? Okay, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay. Ich glaube, hier haben wir ein bisschen Ruhe. Schaue ich mir das nochmal an. Okay, hier haben wir ein Bild von dem, was wir deaktivieren müssen. Auf dem Flugplatz. Okay. Müssen wir also hier rüber. Ah, die Dame hier macht die gleiche Quest wahrscheinlich. Gerade. Holt sich hier noch ein. Ja, und nehmen wir das auch mit. Gucken wir uns nachher an, was das für eine Quest war. Okay. Da ist irgendwie so ein Sicherheitsding. Okay, ein Code. Code. Wollen wir eben den Quest nochmal wechseln. Flugsicherung. Hier ist noch ein Körper von einem Sicherheitsbeamten. This rotation, the code is 739241. Okay. Okay, die Tussi ist da durch, ohne sich die Dinger anzugucken. Auch gut. Die kennt das anscheinend schon. Sie haben das bereits benutzt. Ja klar, habe ich das bereits benutzt, aber ich würde das ja hier gerne eingeben. Hallo? So. 739. Was war das jetzt? 241, ne? Jetzt hoffentlich ist es richtig. Ja, okay, hier kommen wir jetzt durch. Nice. Wow. Ich gehöre zu euch. Aua. Anscheinend doch nicht. Okay, die dürfen mich also auch nicht sehen. Was war das denn jetzt gerade? Okay. Sind wir wieder an derselben Stelle oder was? Kommen wir jetzt hoch? Kommen wir hier durch? Nee. Müssen wir den Code nochmal eingeben. Wie war da jetzt? 739241, ne? Jo. Okay. Gucken, wie weit die ihr Sichtfeld haben. Anscheinend nicht so weit, Gott sei Dank. Hier mussten wir jetzt hin. Okay, auf dieser Seite ist es nicht. Hier ist der EMP-Generator. Wow, da hinten hin. Ja, guck mal, der guckt nach da, ist kein Thema. Der da hinten guckt nach da, ist auch kein Thema. Läuft. Und noch darüber ist man. Ah, scheiße, da stand noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Na, schleifen sie mich schon wieder weg. Sie könnten mir auch Schlimmeres antun. Tun sie Gott sei Dank nicht. Es sind ja nette Wachen. Anscheinend. Die Orangi Group tötet ihre Eindringlinge nicht sofort. Anscheinend. Was ich sendet finde. So, da kommen wir schon wieder nicht rein. Also wir müssen den Code jetzt schon wieder eingeben. 739241. So. Den nördlichen EMP-Generator brauchen wir jetzt, also den da drüben.
Das war ganz angenehm jetzt hier. Hier dürfte uns jetzt keiner mehr sehen. Okay. Dann zu Danny zurückkehren. Der ist jetzt natürlich... Wo sind wir denn überhaupt? Ach, da... Ganz der ganz anderen Seite. Wie kommen wir jetzt hier am schnellsten wieder raus? Kommen wir hier hoch? Yes, okay. Was war das? Ah, wir haben hier diese komische Zone hier betreten. Da sollten wir uns nicht drin bewegen. Jetzt schon wieder den Code eingeben. 739421. What? 241. 7, 3, 9, 1. So, jetzt gehen wir hier durch. Oh, was machen die denn hier? Okay. Wissenschaftler. Die Aliens untersuchen. Das heißt aber auch, dass wir hier nicht vorbeikommen, oder? Da kommen wir nicht raus. Da hinten steht aber keine Wache. Mal gucken, ob wir uns hier vorbeischleichen können. Oder ob die uns sehen. Okay, hier gibt's Wissen. Steht einer. Die Frage ist, ob der uns jetzt sieht, wenn wir jetzt hier dran vorbeilaufen. Probieren es mal. Steht da noch einer? Nein, da steht keiner. Da oben steht noch einer. Wir müssen da hinten wieder rein. Hier vorbei, zack. Hier oben. Oh nein, Leute. Da ist noch eine Drohne. Hier schnell wieder rein. Ah, scheiße. Wir müssen hier wieder das Sicherheitsding jetzt um die Ecke benutzen. Hoffentlich sieht uns die Drohne nicht. 7, 3, 9, 2, 4, 1. So. Okay, jetzt müssten wir durch sein. Und können zu Danny zurückkehren. Alles klar. Spannend. War eine gute Stealth-Mission. Wir sind zweimal entdeckt worden. Oder dreimal. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es gefällt mir. Huch. Na, jetzt kommt er mir hinterher. Nordmann-Krieger. Zack. So. Heilung. Es wäre gut, dass wir den Skill haben. Also ich war ja zuerst ein bisschen skeptisch, ob ich den nehmen soll, aber... Um sich so zwischen den Kämpfen schneller hochzuheilen, ist er echt gut. So, hier geht's lang. Oh, hier ist irgend so eine Kultstätte. Hier wird da bestimmt auch irgendwas mal später gemacht. Was, das will ich nicht genau wissen, glaube ich.
zum Skatepark, zur coolen Mucke. Zu Danny zurückkehren. Muss ich den jetzt anklicken oder was? Ah ne, komm. Das ferngesteuerte Flugzeug fliegen. Yeah, ich darf das ferngesteuerte Flugzeug nochmal spielen. Jetzt kann Danny hier schön Luftaufnahmen machen von den ganzen Orangi-Kacke da. Aber was soll er da groß sehen? Okay, diese Aliens, die da in diese Katakomben da reingetan haben. Wir kriegen eine neue Waffe. Schauen wir mal, was kann die denn? Hallo? Möchte anzeigen lassen, was die können. Warum zeigt es das nicht an? Das zeigt es an. Tigerpfoten sind um einiges besser als das, was wir jetzt haben. Vollstrecker. Wir schießen immer noch am Meer, als dass wir mit den Krallen arbeiten. Deswegen nehmen wir schon wieder die Assault Rifle. Eigentlich benutzen wir die Krallen ja nur für den Notfall und fürs Heilen. Und dafür reichen die Standardkrallen eigentlich aus noch. So, ausrüsten. Super Mucke. So, und wir haben hier noch einen Flammenwerfer-Quest. Flammenwerfer-Quests sind auch immer gut. Ein Flammenwerfer mitnehmen. Zu Edgars Schrottplatz. Da sind wir gerade dran vorbeigelaufen, das ist ja nicht schlecht, dass wir da schon wieder hin müssen. So, komm, hier, laufen. Schneller laufen. Ich habe ja auch gelesen, man soll schneller sprinten sich kaufen können. Das werden wir dann bald mal versuchen. So, hier ist Edgars Schrottplatz. Da sind schon wieder Golems. Aber ich glaube, da können wir ganz gut dran vorbei, wenn wir hier rumlaufen. Ich möchte mich eigentlich, wenn es möglich ist, nicht unbedingt mit denen anlegen. Ja, so. Abfall einer nach einem Schlauch durchsuchen. Toll. Vorbei. Uah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir einen an der Backe. Jetzt laufen wir eben zurück schnell. Folgt er mir ins Lager? Er folgt mir. Hier auch? Nee. Gut. Hier folgt er mir nicht. Okay, der steht da in der Ecke. Hier ist eben einer patrouilliert. Kommt er auch, wenn ich mich hier ganz außen bewege? Nee, kommt er nicht. Sehr gut. Hier ist kein Abfalleimer. Da ist ein Abfalleimer. Und dann müssen wir den zuerst platt machen hier. Okay. Boah, der 2900 Packen. Bleibt der da drüben stehen oder dreht er sich jetzt wieder um? Ist auch noch ein Abfalleimer, den wir mal den benutzen. Yes! Okay. Wir müssen also nicht kämpfen, wenn wir nicht wollen. Stealth! Zack, okay. Den Flammenwerfer testen. Ziehen wir mal hier unten rein. So, woran testen wir denn jetzt? An einem von diesen Eumelviechern. Guck mal, können wir uns hier schnell wieder ins Lager zurückziehen, wenn das mal nicht geht. Okay. Yeah, Flammenwerfer. So, dann nehmen wir hier. Da kommt er.
ich will gar nicht mit dir kämpfen. Ich wollte nur den Flammenwerfer testen. Blödes Vieh. So, riecht Sinn. Ah, den Flammenwerfer haben wir jetzt behalten. Nice. Wusch. Okay. Komme ich denn jetzt wieder... Ach, hier. Komme ich wieder zurück auf meine normale Leiste. Ich glaube nämlich, so Flammenwerfer-Zeugs ist nicht unbedingt das, was wir machen wollen. So, was haben wir denn hier? Schrottplatz-Sicherheitsprotokoll. Die Scheiße, die ich gehört habe. Knochenschüsse, Quaqua. Ich bring euch scheißende Möwen alle um. Dunkel wie der Teufel im Rausch. Schlümpfe oder Frankies? Okay. Tango folgen. Wo ist denn Tango? Ist das nicht einer von... Ja, hier, Tango. Hallo, Tango. Ist laufen, Tango? Gassi? Ja. Wir gehen mit Tango Gassi. Tango ist ein bisschen langsam. Aber Hunde müssen halt auch mal Gassi. Auch in der Zombie-Apokalypse müssen die Hunde auch mal Gassi gehen. Lauf nicht hier zu diesen Steingolems, du blöder Hund. Da ist nicht gut Gassi gehen. Genau, genau, nicht dahin. Ja, super. Konga. Konga mit dem Hund. Konga. Ist echt ein bisschen lahmarschig, der Hund. Ich weiß ja nicht, findet ihr solche Art Hunde, würdet ihr euch so einen zulegen? Ich finde die hässlich. Aber gut, die Geschmackssache, es gibt bestimmt Leute, die mögen solche Art Hunde. Ich weiß nicht, ob das schon als Kampfhund durchgeht. Ich glaube, der Schrottplatz-Edgar, den nutzt den wirklich als Kampfhund. So. Ziel erreicht, Tango folgen. Auf Tango warten. Ja, ich warte schon die ganze Zeit immer auf Tango. Das ist echt ein Gassi-Quest hier, wa? Hauptsache, ich muss nicht hier gegen diese Golems. Wo willst du denn hin, Tango? Zum Flugplatz? Dann können wir auch schneller sich dich tragen. Nee, man muss, darf die Hunde nicht tragen, wenn die Gassi gehen. Muss die schon lassen. Polizeiwagen, ja, komm hier, schnüffel woanders, nicht am Polizeiwagen. Oh. Böser Hund. Böser Hund. Tango beschützen. Ja, der beschützt sich gerade ziemlich gut selber. Ich glaube, der Tango ist der, der mich beschützt hier. So, KP erhalten, sehr gut. Tango, nicht an Autos mit Alarmanlage schnüffeln, das gibt nur Zombie-Aufläufe. Und nicht Auflauf im Sinne von Yam Yam lecker. Hast du gehört, Hund? Ah, nicht mal nicken oder so. Gut, dass es nicht mein Hund ist. Wo ist überhaupt meine Katze? Wo ist meine Katze? Vielleicht können wir dem Tango damit ein bisschen Begleiter herbeirufen. Komm hier, Tango. Guck mal, meine Katze folgt mir und ich folge dem Hund.
Müssten Katzen eigentlich auch Gassi? Ich habe noch nie eine Katze gehabt. Ich glaube nicht, die haben diese Katzenklos, ne? Okay. Oh, jetzt wird er schneller. Er wird schneller. Tango folgen. Ja. Was willst du, Tango? Was ist denn hier? Hier sitzt die Orangi Group irgendwo. Aber links auf der anderen Seite vom Flugplatz. Ne? Du könntest jetzt auch mal irgendwo dein Häufchen hier hinsetzen. Vandalen, Zombies. Die Katze kommt mit. Sehr gut. Okay, Tango-Folgen erreicht. Gebäude untersuchen. Ah, hier ist ein Typ drin. Okay. Glückwunsch, Sie haben 30 Missionen abgeschlossen, erhalten 120 Bonuspunkte. Diese Punkte werden Ihnen innerhalb der nächsten Stunde bereitgestellt. Sie können damit im Itemshop großartige Objekte kaufen. Als nächstes sollten Sie den Dungeon Das Wrack der Polaris besuchen. Wenn Sie ihn abschließen, erhalten Sie den mächtigen Ring des flüsternden Dämons, der Ihren Fortschritt noch weiter beschleunigt. Bonuspunkte können nach 30 Tagen jederzeit ungültig werden. Okay. Ja, dann werden wir bei der nächsten Folge wahrscheinlich mal ein bisschen, könnte ich euch zeigen, was ich im Itemshop dann gekauft habe. Also bis jetzt habe ich ja nur diese Sachen für umsonst. Man gab noch nicht mal hier großartig. Hä? Noch einen? Ach ja, ich sollte auch den Fallen folgen. Oh, bestimmt führten die auch hier hin. Okay. Hier ist eine Leiter. Macht die Sinn, die Leiter? Ist da oben irgendwas? Ja, Wissen. Natürlich, Leiter müssen immer Sinn machen. Zack, Wissen. Über Phönizia. Was sind denn jetzt wieder Phönizia? Ach, das sind diese lila Vieh hier. Ah, okay. Also diese lila Typen, die wir schon mal gesehen haben, das sind Phönizier. Dann gibt es hier diese komischen Hippies. Und uns natürlich die drei hier, die Drachen, die Templer, die Illuminaten und die Orochi Group. Ganz schön viele Leute, die hier mitmischen in diesem kleinen Kaff. Aber gut. Der Typ da drüben hat eine Quest für uns. Die werden wir gleich mal in Angriff nehmen. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, geht mit dem Koali durch die Zombie-Apokalypse nach The Secret World. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis bald. Tschüss.